Der Schütz gehört zu den Klassikern in den Kitzbüheler Alpen. Allerdings wollen wir heute nicht die Standardroute direkt von Jochberg herauf testen, sondern die Nordostroute. Die erste Etappe dieser Skitour führt uns ganz gemütlich über die präparierte Rodelbahn durch den Wieseneckgrund. Bei der Niederkasernalm nehmen wir dann die steilen Nordosthänge in Angriff. Und während der flacheren Passagen genießen wir die großartige Aussicht auf den Gamshag. Nach knapp 3 Stunden ist dann der aussichtsreiche Gipfel erreicht. Die Abfahrt beginnt gleich mit einer richtig rassigen Mulde, wobei man die Steilheit des Geländes hier im Video nicht einmal erahnen kann. Hat man diese Steilpassage überwunden, warten wunderbare Pulverschneehänge auf uns. Genuss pur.